Diesen Bericht präsentiert euch Speckpumpen, die Hochleistungswasserpumpe von Speck im Haushalt, Sport, Freizeit, Business und Sicherheit. Die Pumpen von Speck, der Garant für Druck in eurer Wasserleitung. Speckpumpen. Motor TV 22 baut bei Mais Boot, Mais Story. Der Chefredakteur von der Moto Classic, Hans-Jörg Götzl. Hans-Jörg, du stehst da vor einem Porsche, hast ein Overall an. Guten Tag erstmal. Ja, den bin ich heute Morgen gefahren. Das ist der RSR 28 von 1973. Das Auto ist natürlich ein absoluter Traum, weil es ist letztendlich eigentlich die schärfste Ausfertigung vom F-Modell. Danach lief das F-Modell ja aus. Das heißt, das Auto wiegt 920 Kilo, hat 310 PS, hat als erster Elfer hinten nicht nur Drehstabfederung, sondern eben auch Zusatzfedern. Das heißt, dieses typische frühe 911er Fahrverhalten, dass man einlenkt und das Auto erstmal sich so auf die Seite setzt und dann in den Drift übergeht, das macht er sehr viel geradliniger, also sehr viel direkter, der geht halt direkt rum. Das ist toll, die Leistung ist großartig, das Auto fährt prima und was man vor allem sagen muss, die Strecke hier ist ein absoluter Traum. Es ist halt, es sind ja 11,3 Kilometer, es ist bis auf 300 Meter die komplette Originalstrecke. Es ist sehr, sehr schnell. Jim Clark hat hier 1963, glaube ich, war es, ne, einen Rekord gefahren mit 179 Schnitt mit einem 1,5 Liter Formel 1, also so wie hier der 804er Porsche. Und dass man auf dieser Naturrennstrecke, die an 5 Tagen in der Woche eine ganz normale Landstraße ist, wo die Leute jeden Tag zur Arbeit fahren, dass man darauf jetzt hier fahren darf und ist jetzt auch nicht unbedingt langsam. Also man fährt zwar in einem Führungsfahrzeug her, aber man dackelt nicht rum. Das ist einfach toll. Das ist, und ich würde tatsächlich behaupten, das ist in dieser Form weltweit einmalig. Ja, Hans-Jörg, jetzt fährst du nicht nur mit diesem Porsche 911, sondern auch mit dem Formelfahrzeug. Das stimmt. Ich fahre nachher noch den Formel 2. Ich bin den hier auch schon mal gefahren. Das ist natürlich auch immer ein ganz spannender Perspektivwechsel aus so einem GT. Dann in ein Formelauto, also man sitzt viel niedriger, die Räder stehen frei. Man sieht auch immer gleich, wenn irgendwas, wenn mal ein Rad steht oder irgendwas. Man ist viel verletzlicher. Man muss sehr viel mehr aufpassen. Ich meine, wir fahren ja nicht, wir fahren ja wirklich nur Demo-Runden. Und ja, ich freue mich schon sehr drauf. Ja, freut man sich wirklich sehr drauf, denn es ist rundum gefüllt mit Fans. Über 20.000 Leute sind heute hier. Also bei toller Witterung, also ist ja für einen Piloten hier eine Augenweide. Ja, auf jeden Fall. Also die ganzen, man kommt ja im Prinzip aus dem Madental zurück. Da stehen relativ wenig Zuschauer, weil es schwer zu erreichen ist. Das war übrigens früher anders, als es noch eine wirkliche Formel-1-Rennstrecke war. Das vergessen die Leute ja auch immer. Das hier war eine Formel-1-Rennstrecke. Hier sind richtige Grand Prix-Rennen gefahren worden. Und da saßen ja zum Teil 300.000, 400.000 Leute an den ganzen Hängen hier. Und ja, die Strecke ist eben auch lang genug. Und wenn man jetzt eben dann aus dem Madental zurückkommt, was eine sehr selektive Strecke ist, weil sie ist extrem kurvig und trotzdem extrem schnell. Und es gibt eigentlich nur eine Linie, die passt. Deshalb kann man da eigentlich auch nicht überholen. Und dann kommt man hier wieder in diesen Start-Ziel-Bereich, wo man natürlich dann auch runterbremst, damit nichts passiert. Und wo dann eben die ganzen Zuschauer stehen und so, dann winkt man noch mal ein bisschen. Und ja, die Leute freuen sich und man hat das Gefühl, man tut den Leuten was Gutes. Ja, du fährst jetzt mit diesen wunderschönen Porsche, die hier vom Porsche Museum hier ausgestellt sind. Sind natürlich kostbare, wertvolle Fahrzeuge. Ja. Da hat man schon etwas munkeln davon, dass er eventuell kaputt werden könnte. Ja, also immer. Das heißt, die oberste Regel ist, es darf nichts kaputt gehen. Das heißt, wenn mir irgendeiner sagt, was weiß ich, schalte bei 7,5, dann schalte ich bei 7 oder 7,2. Weil es einfach sinnlos ist. Es ist sinnlos, hier irgendwas zu riskieren. Und selbst wenn es jetzt ein richtiges Rennen wäre, was wir ja auch immer mal wieder fahren, da hat ein Freund von mir beim Oldtimer Grand Prix mal einen schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, wenn du hier ein Rennen gewinnst, dann reden die Leute im Fahrerlager noch 1-2 Stunden darüber. Wenn du ein Auto zerstörst, dann reden sie noch 2 Jahre darüber. Da hast du vollkommen recht. Also, pass auf diese wunderschönen Fahrzeuge und genieße hier diese Tage. Alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön.